Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Mein letzter PC-Build, der 400 Euro Gaming-PC mit RX 570 8 GB, war ja eine richtige Preis-Leistungs-Bombe und in den Kommentaren haben da einige gefragt, ob ich so eine Preis-Leistungs-Konfiguration nicht auch mal in der 700 Euro Preisklasse machen könnte. Und genau das werde ich heute machen. Ich werde euch heute den besten und schnellsten 700 Euro Gaming-PC vorstellen, den man aktuell, also 2019, zusammenbauen kann. Und ich muss sagen, 700 Euro ist eine Preisklasse, die oftmals total zu Unrecht übersehen wird, weil aktuell kriegt man da einfach unglaublich viel fürs Geld und ohne jetzt großartig zu übertreiben, glaube ich sogar, dass der 700 Euro PC, und das werde ich euch heute zeigen, von allen Gaming-PCs das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Weil wir nicht nur extrem starke Komponenten verbauen, mit denen wir die meisten Spiele auf höchsten Einstellungen mit über 100 FPS spielen können, sondern das Teil ist auch noch mega zukunftssicher und eine extrem geile Basis, um später aufzurüsten. Für so eine Gaming-Power und vor allem so ein krasses Gesamtpaket mussten wir vor kurzem noch über 1000 Euro auf den Tisch legen und jetzt gibt's das gerade mal für 700. Und welche Komponenten ich genau verbaut habe und noch viel wichtiger, was die Teile in den Benchmarks und Spieletests drauf haben, das schauen wir uns gleich an. Und natürlich findet ihr auch den PC, wie auch alle meine anderen Konfigurationen in allen Preisklassen, jeden Monat aktuell auf meiner Homepage. Wenn ihr das Video hier also erst in ein paar Monaten sehen solltet, in der Zwischenzeit irgendwelche neuen Teile, zum Beispiel die Ryzen 3000 Modelle rauskommen, oder sich einfach nur die Preise ändern, dann findet ihr dort trotzdem immer alles aktuell auf dem neuesten Stand und garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem findet ihr da auch die besten Empfehlungen für sämtliches Zubehör wie Gaming-Mäuse, Tastaturen, Headsets und sogar Monitore. Und wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen habt, dann wird euch dort von meiner super hilfsbereiten Community gern im Forum weitergeholfen. Und für die, die keine Lust haben, das Teil selbst zusammenzubauen, gibt's auch wieder exakt den PC hier für einen kleinen Aufpreis, fertig zusammengebaut, inklusive 2 Jahren Garantie bei meinem Partner Dubaro zu kaufen. Den Link dazu, natürlich auch alle anderen Links und den Warenkorb bei Mindfactory findet ihr unten in der Videobeschreibung. Herz des PCs ist der aktuelle Ryzen 5 2600 Hexacore Prozessor mit 6 Kernen, 12 Threads und bis zu 3,9 GHz Turbotakt. Das Teil ist ein absolutes Preis-Leistungs-Monster und vor allem ein richtiges Arbeitstier. Denn selbst auf Werkstakt erreichen wir mit dem PC in Cinebench ganze 1296 Punkte, was einfach heftig ist, denn selbst der knapp doppelt so teure i5-9600K erreicht hier mit 1069 Punkten einfach mal einen 20% schlechteren Wert. Die Mehrkern-Performance von dem Teil ist also einfach brachial und wenn man vergleichbare Leistungen von Intel bekommen möchte, muss man einfach eine ganze Stange mehr Geld auf den Tisch legen und dann zusätzlich auch noch in ein teureres Mainboard und einen größeren Kühler investieren. Aber auch was Spieleleistung angeht, spielen die Ryzens inzwischen ganz oben mit. Da habe ich in den letzten Wochen ja 2 super interessante Videos zugemacht und in den allermeisten Fällen und Situationen bekommt man mit einer Ryzen CPU, trotz des viel günstigeren Preises, die CPU kostet aktuell gerade mal 125 Euro, fast dieselbe Leistung. Das kleine Preis-Leistungs-Monster kommt natürlich auch bei dem PC wieder auf dem MSI B450M Pro VDH Plus zum Einsatz, ganz einfach weil es das Preis-Leistungs-Mainboard ist und das hat alle Features, die wir brauchen können. Mit dem Teil kann man den Ryzen sogar easy auf 4 GHz übertakten, wenn ihr das vorhabt, dann solltet ihr euch aber noch einen größeren Kühler zulegen. Die Tests und Benchmarks in dem Video hier habe ich aber komplett ohne Übertaktung gemacht. 2 von den 4 RAM-Bänken von dem Board werden mit insgesamt 16 GB G-Scale Aegis DDR4 RAM mit 3000 MHz bestückt. Der arbeitet im schnellen Dual-Channel-Modus für mehr Geschwindigkeit und wenn man später noch weiter aufrüsten möchte, dann hat man immer noch genug Platz auf dem Board. Außerdem sind 16 GB aktuell noch mehr als ausreichend für alle aktuellen Spiele. Der interessanteste Teil des PCs ist aber natürlich wie immer die Grafikkarte, denn zum allerersten Mal kommt in der Preisklasse mit der RX Vega 56 ein richtiges Monster zum Einsatz. Die Karte bietet für den aktuellen Preis von ca. 250 Euro eine unglaubliche Leistung. Sie ist deutlich schneller als zum Beispiel eine GTX 1070 und liegt nur minimal hinter einer GTX 1080. Und wenn man sich mal vor Augen führt, was vor einem Jahr noch ein PC mit einer GTX 1080 gekostet hat, nämlich weit über 1000 Euro, dann merkt man, wie viel Leistung man inzwischen für vergleichsweise wenig Geld bekommt. Und aktuell gibt es auch einfach keine Konkurrenz von Nvidia in der Preisklasse, denn zum Beispiel eine RTX 2060, die gerade mal 7% schneller ist, kostet aktuell ca. 330 Euro, also fast 100 Euro mehr und bietet dann auch noch 2 GB weniger Grafikspeicher. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil wenn ihr vorhabt, irgendwann in WQHD zu spielen, dann sind die 8 GB HBM2 Speicher von der Vega 56 einfach ein riesiger Vorteil. Und verglichen mit einer Mittelklasse-Grafikkarte wie zum Beispiel einer RX 570 oder RX 580, die in den 400 bis 600 Euro PCs verbaut sind, bekommen wir einfach mal 60 bis 80% mehr Gaming-Leistung.
Und damit ist die Karte dann auch schnell genug, um wirklich quasi jedes aktuelle Spiel in höchsten Einstellungen flüssig und mit weit über 60 FPS spielen zu können und das nicht nur in Full HD, sondern sogar in WQHD Auflösung. Von der reinen Preis-Leistung her gibt's aktuell also wirklich kaum eine krassere Karte. Man muss einfach nur schnell sein, weil die Teile aktuell abverkauft werden und auch bei Dubaro zum Beispiel sind nur noch ein paar von den Karten auf Lager. Beim Speicher setzen wir wieder auf die klassische Kombination aus 240 GB großer SSD, in dem Fall hier eine Patriot Burst, und einer 1 TB großen Festplatte von Toshiba. So hat man das Beste aus beiden Welten, eine extrem schnelle SSD für das Betriebssystem, die den gesamten PC beschleunigt und dank der HDD genug Platz für alle Programme und Spiele. Um die Stromversorgung kümmert sich das neue und 500 Watt starke BeQuiet PurePower 11 mit 80+ Gold Zertifizierung und beim Gehäuse kommt mal wieder das Shakun S1000 zum Einsatz, ganz einfach weil es meiner Meinung nach die beste Preis-Leistung bietet. Aber an der Stelle könnt ihr natürlich auch irgendein anderes Gehäuse verwenden. So viel jedenfalls schon mal zu den Komponenten des Systems und jetzt hätte ich gesagt, kommen wir direkt zu den Benchmarks und Spieletests. Getestet habe ich das System im 3D Mark Firestrike und Timespy und anschließend noch den Spielen Rainbow Six Siege, Fortnite, Apex Legends, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 und weil ihr euch beim letzten Video mega oft gewünscht habt, habe ich dieses Mal auch wieder PUBG getestet. Getestet wurde komplett ohne Übertaktung in 1080p Auflösung und höchsten Einstellungen. Im anspruchsvollen 3D Mark Timespy erreichen wir eine Gesamtpunktzahl von über 6500 Punkten. Davon 6700 Grafikpunkte bzw. 44 und 36 FPS in den beiden Grafiktests und ein CPU-Score von knapp 5800 Punkten, was sich für den Preis wirklich sehen lassen kann. Und auch im Firestrike erreichen wir mit einer Gesamtpunktzahl von 17239 Punkten ein echt verdammt gutes Ergebnis, denn unser PC ist damit schneller als 87% aller anderen jemals und weltweit getesteten Systeme. Und nochmal zur Erinnerung, das ist ein 700 € PC und der erreicht einfach mal fast den Wert, den wir vor ein paar Wochen mit meinem 1000 € PC erreicht haben. Als erstes Spiel war dann Fortnite auf dem Preset Episch an der Reihe. Da erreichen wir minimal 80 und durchschnittlich 125 FPS und damit würde das Spiel selbst auf einem 144Hz Monitor absolut flüssig laufen. Ähnlich gut läuft natürlich auch Rainbow Six Siege, das habe ich ebenfalls auf höchsten Einstellungen getestet und so minimal 114, maximal 197 und durchschnittlich 149 FPS erreicht. Apex Legends läuft auf höchsten Einstellungen mit minimal 88 und durchschnittlich 120 FPS und auch das sind natürlich hervorragende Werte und das Ganze lässt sich auch auf alle anderen E-Sports Games übertragen, denn so Spiele wie Overwatch und League of Legends sind für den PC natürlich mal wieder absolut unterfordernd. Apex läuft jedenfalls absolut flüssig und auch mit dem System haben wir in der ersten Runde natürlich direkt einen Win geholt. Als nächstes war dann Far Cry 5 an der Reihe, das habe ich ebenfalls auf dem Preset Ultra getestet und so erreichen wir im Benchmark wirklich verdammt gut in 69 bis 115 und durchschnittlich 89 FPS. Nicht großartig anders sieht es im Benchmark von Shadow of the Tomb Raider aus, auch da erreichen wir mit 68 bis 114 und durchschnittlich 87 Bildern pro Sekunde ein Ergebnis, was sich wirklich sehen lassen kann. Als nächstes habe ich dann Battlefield 5 auf dem Preset Ultra getestet und zwar im mega anspruchsvollen Multiplayer auf einem vollen 64-Spieler-Eroberungsserver. Und da erreichen wir immer noch minimal 56 und durchschnittlich 110 FPS und 110 FPS in Battlefield 5 im Multiplayer ist einfach ein extrem gutes Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass der PC gerade mal 700 € kostet. Und zum Abschluss habe ich dann mal wieder PUBG getestet, natürlich auch auf höchsten Einstellungen und obwohl das Spiel wirklich verdammt anspruchsvoll ist, erreichen wir hier durchschnittlich immer noch sehr gute 110 FPS. Ihr seht also, wir können die meisten Spiele auf höchsten Einstellungen mit weit über 100 Bildern pro Sekunde spielen und damit ist das System auch perfekt für einen 144Hz Monitor geeignet. Und allgemein ist der PC einfach ein krasses Preis-Leistungsmonster, weil so viel Leistung hat man für das Geld einfach noch nie bekommen. Und das ist auch wirklich so, dass man Spiele wie Battlefield 5, Apex und PUBG auf höchsten Einstellungen mit weit über 100 FPS spielen kann, ist schon echt krass und mit dem PC wird man garantiert auch noch lange Zeit seine Freude haben. Vor allem, weil man dank dem 500 Watt Netzteil und dem B450 Chipsatz einfach eine mega geile Basis hat, um später dann auch noch weiter aufzurüsten. Und ich glaube nicht, dass es da draußen irgendeinen anderen PC gibt, der euch so eine krasse Leistung und vor allem so ein heftiges Gesamtpaket für so einen günstigen Preis bietet. Und daher gibt es von mir natürlich auch eine absolute Kaufempfehlung und ich hoffe natürlich, dass euch der Test und vor allem auch der PC genauso gut gefallen hat wie mir. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback dazu in den Kommentaren da. Die Liste mit den Komponenten, die von mir immer aktuell gehalten wird, findet ihr natürlich wie gesagt immer auf meiner Homepage. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.